Willkommen zusammen zu einer neuen Folge des Wild Farming Projekts hier im LS17 zusammen mit dem McManus, dem Sachsen-Netzplayer, dem Guten, dem Werner von den Burning Gamers, dem Line Gamer 1 und dem Freezy. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Moin. Hexest du rückwärts, Guten? Ja, klar. Okay. Und wir müssen also auch jede zweite Bahn fahren, ne? Weil der ist ja quasi nicht zentriert, sondern halt versetzt. Ja. Verstehe ich nicht. Guck dir mal den Häcksler an, der ist versetzt zur Hydraulik. Verstehe ich. Also fährt man immer auf der Seite, wo der quasi weiter von dem weg ist. Damit man sich nicht selber seinen Bestand kaputt fährt. Wollen wir uns noch 2-3 Euro leihen, damit Freezy einen Hänger bekommt? Ich glaube, wir brauchen noch einen Hänger. Ja. Aber Freezy hat doch schon einen Hänger. Nee? Ja, wow. Den können wir hier aber nicht nutzen. Den Ladewagen, so ein Anhänger, so ein Anhänger meinst du? Wieso? Den Ladewagen auf alle Fälle. Ich hab richtig den Ladewagen. Frech ist der heute, ey. Randy hat den Farmtech und wer ist da vorne? Und Leon hat den, weiß ich nicht, wie der heißt. Ich dachte immer, das heißt den Anhänger. Metaltech oder keine Ahnung. Metaltech. Ich weiß nicht, ob wir die drei schaffen. Nee, wahrscheinlich nicht, weil wenn einer weg ist bei einem. Genau, dann haben wir schon ein Problem. Ja. Wenn zwei häckseln, ja. Muss einer halt warten. Haben wir denn noch Kredit zum Aufnehmen oder was? Ja, wir haben noch genug zum Aufnehmen. Hätte dann können wir so einen günstigen Anhänger noch nehmen, so einen kleinen. Ja, hätte ich auch gesagt. Das sind ja 9000, also jetzt natürlich nicht den Brandner vielleicht. Nein. Nee, also einen Akkuliner wäre gut für 25. Akkuliner? Ja. Willst du den Drehschemel oder willst du den Tandem? Am besten ist natürlich beide. Ja, prinzipiell ja. Ja, der Drehschemel ist günstiger, hat auch das gleiche Ladevolumen. Ist egal, entscheide dir. Guten, wie schnell fährt der IHC, wenn du den Häcksler anhast? Muss ich mal gucken. Der beschleunigt sehr langsam. Ja, klar. Mit ein bisschen Leistung. Der hat ja auch ein bisschen zu groß eigentlich für das Fabrikat. Ja, das stimmt. 10 km/h also, knapp. Gibt es also noch einen neuen Anhänger oder nicht? Ja. Du kannst schon mal Richtung Dings düsen. Ja, wollte ich gerade fragen, dann fahre ich nämlich. 10 km/h ist ja eigentlich eh zu schnell. Ja. Alter, gebt sich nicht aus. Wow, lol. Echt? Ernsthaft? Ich hab meine Akku leider nicht. Ich muss jetzt mal blöd fragen, düngt jemand? Nö, schnell. Hallo, ernsthaft jetzt? Einmal mit. Ich dünge mal. Wir stehen hier um Watten und sind Astmund. Und keiner düngt. Ja, ihr müsst auch mal die. Immerhin Mund sind aufmachen. Genau die Felder schon in der zweiten Düngungsstufe, die nicht keiner weiß sind. Ja. Fährst du eine Seite, ich andere oder was? Oder? Wie wollen wir es machen? Wo bist du? Guten? Am besten fängst versetzt quasi an der Kante diagonal dazu an. Kann mal eben jemand hier, Kante diagonal? Jo. Quasi auf der gegenüberliegenden Ecke. Ach so, und aber auf der anderen Seite. Und dann fährst du quasi in meine Richtung. Ja. Aber von der anderen Seite des Feldes her gesehen. Ja, und dann fahren wir halt immer die Außenbahn. War am Anfang ein bisschen nervig, aber mit den Häckslern ist das eigentlich so am logischsten. Also immer im Kreis rundherum. Wo ist jetzt mein Frontlader hin? Ist eine Schaufel da, aber ich habe einen Frontlader dran. Schon mal. Ich habe irgendwo. Haben wir noch ein Feld mit Mais? Hier vorne. Wir haben die 23 noch. Ah, da. Wir haben zweimal Mais, zweimal Raps. Okay. Wie sieht's mit Verdichten und so aus an der BGA? Und haben wir gar nichts. Berg machen? Haben wir gar nichts. Ja, aber kann man zum Schluss doch verdichten, oder? Das reicht, ne? Traktorgewicht haben wir ja. Ja gut, so viel kriegen wir ja eh nicht runter. Die Frage ist halt jetzt, ob wir vielleicht noch irgendeinen Hänger voller Gerste verkaufen möchten, dass wir uns noch einen Akkuliner kaufen können. Ja, klar. Ich fahr gerade den kleinen Wechsel, 8000 Liter. Ja, das reicht vollkommen. Echt nur ein paar Euro, die jetzt fehlen. Ich find's mega schade, wenn man hier mit dem Traktor durch das Maisfeld fährt, dass sich da absolut nichts bewegt bei den Maispflanzen. Das ist so. Gibt es aber auch einen Mod für Fruchtzerstörung? Dann ist das, wo du langfährst, weg. Genau, dann ist das weg, aber ich fänd's cool, wenn es so ein bisschen zur Seite gehen würde. Würde mir ja schon ein bisschen reichen, aber. So ist das echt mega
Ist jemand unterwegs auf Feld 23 wegen Düngen? Ja, weil ich. Düngt ja nur der Ansgar. Bin am ich Dünger auffüllen. Nur, genau, dann hab mich eben aufgefüllt und ich fahr jetzt los zu 23. Weizen oder Gerste? Gerste, glaube ich, gibt mehr. Okay. Gerste gibt mehr, ja. Weißt du, wo du hin musst? Ja, ich fahr zu Gomez. Nee, da ganz unten. White Agribusiness ist ganz unten das. Gomez wäre am besten. Nee, Gomez gibt unten. Das meiste. Ich dachte, das Spiel hat sich aufgegangen. Ja, ist ganz unten. Kann ich ja nicht einfach hinfahren. Doch. Ach so, 578, ja, stimmt. Ich hab's auch erst überlesen, ist ganz unten in der Liste irgendwie. Ja, stimmt. Voll von allen Sachen so abgehängt. Lol, wo ist das denn? Keine Ahnung. White Agri irgendwas Business. Ganz oben Feld 1. Okay. Ach ja. Falsche Richtung, Leon. Ja. Kannst du als bestes fährst hinten raus. Ich fahr einmal quer über den Hof jetzt eben da hinten rum. Noch genug Dünger, Ansgar? Ja. Gut. Haben wir noch einen Düngerstreuer zufällig? Nee, ne? Nein. Nee. Vielleicht sollten wir uns dann vielleicht auch mal irgendwie auf was Größeres orientieren, dass wir das wirklich ganz razzifazzi zwischendurch machen. Müssen ja mal alle warten, ne? Ja. Ist ja ist nicht so schlimm. Wir haben ein schönes Thema, oder? Tino, haben wir ein Thema? Ja, wir haben ja also, Thema, oder? Also, Werner, du? Thema? Ja, Thema? Weiß nicht. Randy also wollte was sagen. Ich habe ein geiles Thema, warte. Ja, okay. Und zwar, ich habe ja den sensationellen Kalender, ne? Ist das Thema? Ist es Kalender. Kalender. Habe ich heute das Türchen 5 aufgemacht. Kennt ihr meinen Kalender? Nee. Du musst erklären, was für ein Kalender Doch. Du hast. Aber, ich habe einen Kalender, da sind... Hast du einen Lego-Kalender? Nein, hier Ütje und, ach, was weiß ich. Chio, Ütje, Pombeer und Funny Frisch. Also so Knabbergedöns. Genau, ist da halt so kleine Tütchen drin. Der ist echt riesig, der Kalender, total geil. Und heute, haltet euch fest, jetzt wird die Schlüpfer brennen. War das allererste Mal in meinem Leben, habe ich die auch gegessen, die Ütje Kesselnüsse. Kennt jemand Kesselchips? Ja. Kesselchips ist Foodporn, ne? So, und da gibt's jetzt Kesselnüsse. Also das ist wie Knickknacks, nur halt eben von Ütje und Kesselnüsse. Und ich habe die noch nie gegessen und da waren heute so eine kleine Packung Paprika drin und die sind mega geil. Also, ich kann es nur empfehlen. Wollte ich nur sagen. Das war mein Thema, mein krasses Erlebnis heute. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ja, ich hoffe, die haben dir genug gezahlt. Leider. Du bist bei 23, kriegst du es? Nein. Ich krieg's hin, kannst du oben was ein anderes Feld noch machen, wenn du möchtest. Ja, nee, ein anderes Feld gibt's nicht mehr, sonst würde ich jetzt runterfahren. Achso, nee, brauchst du nicht mehr. Ja, aber heute wir hatten noch Hexen? Nice. Na, wir haben noch eine Düngestufe. Oh nein. Deswegen, dann also ich mal gleich nochmal auffüllen. Ja. Ansgar gleich nochmal auffüllen. Gut, dass ich gerade den Vorderteil wieder abgehangen habe, ja? Wir hatten doch mal das Thema, was man Anhänger noch machen will. Und dann kam diese riesige Stimmt. Geschichte. Genau. Welchen Anhänger wollt ihr noch kaufen, ganz kurz? Akkuliner, Drehschimmel. Und ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Hieß das im Leben oder in diesem Jahr? Im Leben. Ah, okay. In diesem Jahr wäre, naja. Also ich möchte dieses Leben unbedingt noch so einen richtig geilen Kaffee trinken. Hä? Du willst das bestimmt so Kaffee trinken, den die irgendwelche Tiere wieder ausscheißen. Hier, das ist der teuerste Kaffee der Welt. Die essen die Bohnen, dann kacken die aus und dann werden die eingesammelt und dann irgendwelche werden die Katzen. Ja, irgendwelche Katzen. In irgendeinem. Ist echt so, ist der teuerste Kaffee. Na? Unglaublich teuer. Kennt ihr nicht? Och, gut, doch. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, meine Spezialmischung ist eh stärker. Hört mir. Du kannst dich doch nicht mit Koffein so zuballern, Alter. Wenn der Löffel steht, ist alles gut. Nein. Das kannst du nicht machen, ey. Das ist nicht gesund. Wobei, weißt du, was mir letztens passiert ist? Da war ich sehr, sehr müde. Und auch ein bisschen, also ging es so langsam los, dass ich krank wurde, kurz vorm Wochenende. Und da habe ich doch tatsächlich, normalerweise macht man es ja so, dass man halt quasi die entsprechende Menge, wenn man jetzt Instant-Kaffee hat oder was, mit einem Teelöffel in die Tasse tut. Und dann halt mit Wasser auffüllt. Und ich war halt irgendwie so in Gedanken und hab halt das Glas Kaffeepulver genommen, das in die Tasse geleert und einen Teelöffel Wasser oben drauf getan. Das ist dein Ernst, oder?
Gut, dann musst du mal... Davon habe ich mir da eine Kanne gekocht, aber die war immer noch stark. Dann musst du mal zum Doktor, das nützt nichts. Das ist übermüdet oder irgend sowas. Sag mal, ist das alles, was wir an Geld bekommen haben? Ja, für einen Anhänger, ja. Also 8, was? Ja, 8000 Liter waren das, war ja nicht viel. Da war gar nichts. Das ist ja der kleinste Anhänger, den wir haben. Wie viel Geld hatten wir vorher? 24.000. Ah, okay. Aber es reicht für einen Anhänger, von daher. So, Füße, dein Anhänger ist auch am Schlüssel. Wie sieht's aus? Jo. Mit Düngen? Eine Bahn noch. Soll ich den Anhänger abholen für dich? Oh. Kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Jo. Ich muss erst mal langsam ein Beifahrerskript kommen. Warum? Willst du mitfahren, Tino? Ja, wäre ich jetzt mitgedüst. Oh. So Arm in Arm Richtung Anhänger. Hat auf den Schoß, los geht's. Ich lenk links, du nach rechts. Also guten Willen sein Leben nochmal einen Kaffee trinken. Naja, hohes Ziel, würde ich sagen. Was ist denn dein Lebensziel? Ja, wenn du alles schon erreicht hast. Ich hab eigentlich Geld, um ehrlich zu sein. Was warst du so in deinem Leben, wo du sagst, das willst du auf jeden Fall nochmal machen? Oder das würdest du gerne machen oder keine Ahnung was? Fällt mir jetzt eigentlich spontan nichts ein, ne? Nichts? Was? Alter, ich könnte da 2 Stunden erzählen jetzt. Ja, ich auch. Also außer nicht zu sterben, wäre vielleicht mal gut, ne? Aber... Wow. Ja, aber willst du nicht zum Beispiel so nach Amerika mal rüber oder sowas? Ja, aber das oder ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sagen muss, das wäre jetzt mein größtes Ziel im Leben. Was soll ich da wohne ich doch gar nicht. Ja, aber dass man es mal gesehen hat oder auch mal vielleicht ein Haus bauen oder so irgendwas. Haben die da Feuerwerk? Bei wem soll er denn das Haus bauen? Ja. Um einiges besser. Und für was gut, er schon ausbaut, nicht selber. Er hat doch vielleicht bald was. Jetzt macht er mal nicht so runter. Oh ja, Randy ist an was das dran. Das hat sich. Ach, ihr seid so auf dem unaktuellen Stand, das hat sich ja, schon längst erledigt. Oh nein. Was hattest du denn vor? Wieso erledigt? Du hast sie vom Kopf gestoßen, oder? Ich hab mir das Video auch angeschaut. Was? Die da gab's ein Video? Ja, Junge, wir haben im Forstprojekt drüber geredet. Ja, aber da gab's ein Video? Ja, das war das Leute, Video. Leute, mal bitte für die Leute, die nicht eingeweiht sind. Ja, ey, oh boah. Guck die Folgen. Ja, genau. So viel Zeit hat doch keiner. Und den Like-Button drücken. Was jetzt? Erzähl jetzt, Randy, komm. Achso, ich hab's nicht gesehen. Nee, gesehen gab's da ja auch nicht. Das ich denke, du hast ein Video gemacht. Können wir spulen? Bist du bescheuert? Ja. Das war im Forstprojekt, wo wir drüber geredet haben. Das ist das Video. Worüber habt ihr denn überhaupt geredet? Dino, spulst du? Nein! Gibt's eine Koordination? Oh, ich spule im Moment. Oh mein Gott. Was, minus 2800? Ja. Worum geht's denn? Geht darum, dass Randy eine Schnitte am Haken hat. Wir müssen nochmal Düngen fix. Hatte. Ja, so wie es jetzt so, gerade rausfällt, hat sich das jetzt erledigt. Bitte jetzt Düngen mit Feld 14 anfangen. Dass wir da anfangen können. Ja, da ist ja Ansgar nur schon am Schlüssel, sprich guten kann Lade machen. Wo ist Ansgar? Achso. Ja, Ansgar ist im Feld. Siehst deine Blinklichter. Ja, stimmt. Aber ich kann ja schon geerntet werden jetzt, oder was? Ja, also ja, richtig. Wo sind die Abfahrer? Aber ich muss doch noch 14? Düngen, oder? Oder mache ich das gerade unnötigerweise? Nee. Nein, nee, das ist ja richtig. Deswegen, also Guten kann Latte geben. Guten hat einen Abfahrer. Ja, ja. Dann können wir ja die große Nachfrage nutzen, oder? Oh, wenn ist die noch aktiv ist, ja. Zumindest ist noch blau geschrieben, ja. Jetzt also arbeitet bei Nacht die nächsten Teile. Elf. Ey, verdammt nochmal. Randy, jetzt erzähl, wie das sich geändert hat. Ich bin jetzt ja gespannt hier. Wie hat's überhaupt angefangen? Ich weiß gar nicht, um was es geht. Ich würde so eine Minute 30 rauszögern. In der Jetlife hat's. Ich würde so eine Minute 30 rauszögern. Ja. Deswegen ja. Nö, okay. Deswegen passt ja. Beim nächsten okay. Mal. Sind wir soweit? Sind wir durch? Nein. Sind wir immer durch. Ey. Okay, also, passt wie in dieser spektakulären. Ansgar, wir sind noch nicht durch. Ansgar, du bist raus. Ich wollte nur schon mal üben. Geht das ruhiger? Nimmst du volle Reichweite? Ich hab eben die Uhrzeit vergessen zu nehmen, deswegen war ich panisch. Was machst du denn für Sachen? Na ich? Du? Gerade nach links weggeknickt. Ist der Kaffee umgefallen? Nee, ich hab leider keinen mehr und ich hab auch keinen Tee. Ich hab heute tatsächlich erst einen Kaffee getrunken, aber dafür ich zwei auch. Oder drei Kannen Tee. Deshalb hätte ich jetzt auch echt Bock hier, ich muss jetzt hier bis zum 24. jeden Tag ein Bier trinken. Ah, ja. Das ist wirklich eine schwere das Aufgabe. Das ist eine Strafe. Also, das ist eine schwere sein. Aufgabe, weil es manche Sorten gibt, wo du nur Brechreiz kriegst. Ansgar, ja, wenn das Weizen schon zu herb ist. Nee, Spaß. So. Ansgar, das schmeckt mir gar nicht. Nochmal üben. Ich bin immer bereit. Sag mein Text auch wow. Sagen. Wow. Ich bin immer bereit. Das darfst du in 5 Sekunden. Gut, es tut mir echt leid, aber Ansgar, kiss dich nicht aus hier.
Ja, Mensch, ich hab was mache ich falsch? Und jetzt darfst du abmoderieren. Du düngst einfach nicht. Und alles, ja. Wie, ich düng nicht? Hä? Ich düng doch gerade. Abmädeln, bitte. Oh mein Gott. Abmädeln. Okay, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Die spektakuläre Geschichte von Randy mit der mysteriösen Unbekannten und was ich alles falsch gemacht habe, erfahrt ihr auch. Bis dahin sagen wir alle Tschüss. Das machst du falsch. Ja. Tschüss. Tschüss.